So viel Propaganda steckt in der Europameisterschaft. Fast hätte ich das Pride Car vergessen, mit dem der Spielball ins Stadion hineingebracht wurde. Das ist mit einer der Gründe, warum ich mir den Scheiß nicht reinziehe, Digga. Bei einer Umfrage wünscht sich jeder fünfte mehr weiße Nationalspieler. Ich bin froh, dass ich nicht mehr da bin, Digga. Ich sag ehrlich, diese Entwicklung habe ich gar keinen, ich habe gar keinen Bock darauf, Digga. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Ein Gollan und zwar heißt das Video So viel Propaganda steckt in der Europameisterschaft. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich erst vor kurzem erfahren habe, dass die Europameisterschaft in Deutschland stattfindet. Ich wusste das gar nicht. Ich bin halt, was diese ganzen Sportevents und so angeht, überhaupt nicht mehr im Thema. Es interessiert mich komischerweise auch überhaupt nicht mehr, obwohl ich früher ein richtig krasser Fan war. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt schon mit einem Fuß oder mit anderthalb Füßen, glaube ich, schon so ein bisschen raus aus der Matrix bin, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Dass mich die Matrix-Geschichten nicht mehr so krass interessieren, weil ich auch glaube, dass diese ganzen Sachen auch genutzt werden, um uns abzulenken, um uns immer irgendwas zu geben, mit dem wir uns beschäftigen können. Und ich da gar nicht mehr so richtig krass partizipiere. Ich will das jetzt hier nicht für euch auf Krampf schlecht reden. So jeder, der Fußball guckt und da begeistert ist, sehr schön. Meine Mom guckt zum Beispiel auch viel Fußball. Ich selber habe irgendwie das Interesse verloren, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, wir gucken da jetzt mal rein. So viel Propaganda steckt in der EM. Liebe geht raus an die Community. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Da kann man bestimmt geile Umfragen machen jetzt gerade, ne, in Germany, Bro. Ist einiges los auf den Streets, oder nicht? So, Dalle. Ein Gollan is the best YouTube-Channel on Earth. Oh, really? We're gonna subscribe. Was halt? Subscribe it in, man, Alter. Von den pinken Trikots, die Deutschland... Na, die deutschen Mädels hier, Digga. Ich vermiss deutsche Mädels. Song Wukong, wie ich das love, Bro. Die Linke hat schöne Augen, aber sehr ehrlich. Cool, sehr cool. Und jetzt auch, wenn Männer die tragen... Weiß nicht, gefällt mir. Ja. Krass, haben die jetzt so pinke Trikots oder was? An LGBTQ angelehnt oder was? Hey! Aber was, aber ich bin auch nicht so abgeneigt, was Pink angeht, sag ich dir ehrlich. Ich hab pinke Boxershorts, wie ich, jo. Mir auch, aber ich bin auch ein Mädchen. Jetzt mal was anderes, mal was Außergewöhnliches. Blödsinn. Schwachsinn, Blödsinn, blöd, dumm. Es nimmt einem auch echt den Spaß am Turnier, muss ich sagen. Ich bin hier wegen Fußball. Mein Gott, lass die Politik einfach da hinten im Bundestag. Language Mix Max. Und Dakledor Lasisch. Ich find's ein bisschen... No shit, man, was war das für eine Sprache? Kroatisch, sagst du? Ich habe das gehört, dass man seine Deutschlandfahne nicht auf der Fernmeile tragen darf. Und oh, die hat gut einen im Tee, ne? Die ist gut am Lallen, die Cousine. Weil ich habe das gehört, dass man seine Deutschlandfahne nicht auf der Fernmeile tragen darf. Geil, Digga. Besoffene Deutsche, Bruder, geil. Meile tragen darf und das finde ich ein bisschen traurig. Wie jetzt? Man darf seine Deutschlandfahne nicht... Was? Man darf seine Deutschlandfahne nicht auf der Fanmeile tragen? What the fuck is going on, bro? Warnung, dieses Video ist nur für selbstdenkende Menschen mit Humor geeignet. Sonntag 17 Uhr, ich bin Ein Gollan und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tachchen, die ist ein bisschen geschminkt heute, ne? Das Gefühl, dass die noch nie so geschminkt war. In den anderen Reactions, Digga. Von mir. Wir beschäftigen uns nicht mit der Frage, ob Fußball politisch ist, sondern wie politisch er ist. Wir haben es alle bei der letzten WM miterlebt. Feser mit der One-Love-Binde. Mannschaft mit der Hand vor dem Mund. Ah jo, Digga, da habt ihr euch eingesetzt, ne? Was ist mit Palästina, Digi? Hä? 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 Solidaritätsgeste. Die einen sagen lächerlich, die anderen bescheuert. Schön LGBTQ-Binde am Arm, Digga, aber sich nicht stark machen für einen Genozid, Digga. Geil, fühle ich. Ein paar wenige finden es ganz großartig. Gegen einen Genozid. Sorry. Fast hätte ich das Pride Car vergessen, mit dem der Spielball ins Stadion hineingebracht wurde. Das ist mit einer der Gründe, warum ich mir den Scheiß nicht reinziehe, Digga. Fucking Propaganda. Und natürlich sollte die Allianz Arena in Regenbogenfarben erscheinen. So viel bunte Vielfalt, da kann man sich nur glücklich schätzen, kein Teil davon zu sein. Ich war für euch in Berlin ist so. Und habe die Menschen gefragt, was sie von der politischen Indoktrination im Fußball so halten. Und falls ihr euch wundern solltet, warum so viele Kroatien-Fans rumlaufen, das Video haben wir vor ein paar Wochen gedreht und da hat Deutschland gegen Schottland und danach Kroatien gegen
Spanien gespielt. So, wenn ihr übrigens mich und meine Arbeit unterstützen wollt, dann schaut doch... Ist sie Kroatin oder was, Digi? Odakle do lasiš. Ne, odakle ti do lasiš. Is Berlino. Dobra, tva... Is Berlino. Was? Zagreb. A ti? Međimurje. A ti? Das ist Espanol, no? A ti? Čakovic. Schön. Dalmatio! Svansun! Ich bin sehr stolz auf Deutschland. Stark, Junge, stark, stark, stark. Gewinn? Deutschland 7-1. So. In Deutschland fahren dabei, wunderbar. Muss auch hochhalten, ne? Hier. Deutschland, nur Deutschland. Ich sehe auch. Deutschland, den Deutschen, wie war das? Ausländer. Achso, nee, scheiße, das war. Achso. Ja, weiter geht's. Weil ihr seid für Schottland heute. Nee, auf gar keinen Fall. Nein, echt? Nein. Für Deutschland oder was? Da ist die Süße. Natürlich. Ach so, Mensch. Hier ist geil, hier gerade. Schön, wann spielt er? Nee, heute 21 Uhr, ne? 21 Uhr, genau. Geht's los. Yeah. Findest du Sport auch politisch oder ist es für dich nur Spaß und Spiel? Teils, teils. Also da enthalte ich mich ein bisschen. Ja. Jetzt ja bei der WM auch viele politische Einflüsse im Fußball. Mhm. Ich finde es ein bisschen blöd, weil ich habe das gehört, dass man seine Deutschlandfahnen nicht auf der Fanmeile tragen darf. Und das finde ich ein bisschen traurig. Die EM findet ja auch in Deutschland statt und dass man denn sein Land nicht präsentieren darf, ist schon... Hier, meine Freunde, handelt es sich natürlich um eine Fehlinformation, wie wir in dem Artikel von der Tagesschau lesen können. Dieser Artikel heißt, die EM sei ein Ventil für rassistische Desinformation. Was jetzt wieder Rassismus damit zu tun hat, das schauen wir uns gleich an. Rassistische Desinformation. Die sagen einfach irgendwas, ne? Egal, was du machst, das ist rassistische Desinformation. Wie, der lebt in Mexiko, das ist rassistische Desinformation. Der geht ins Gym, das ist rassistische Desinformation. Der hat gesagt, Kreatin ist gut für den Muskelaufbau, rassistische Desinformation. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich... Bro, das ist Clownword, Bro. ...anfangs gehört habe, dass man die Deutschlandfahne nicht mehr zeigen darf. Aber ich glaube, das war einfach ein riesengroßes Durcheinander, ob die Polizei jetzt nun die Deutschlandfahne zeigen darf oder nicht und dem Beschluss von Faeser. In dem Artikel steht, Flaggen... Okay, man darf also... nicht verboten. Eine andere Erzählung ist, dass deutsche Flaggen auf der Fanmeile nicht erwünscht und sogar verboten sind. Auch AfD-Politiker haben entsprechende Videos gepostet. Als Beleg werden zum Beispiel Fotos von deutschen Fans oder deutschen Flaggen beim Schauen der EM gezeigt. Das war sehr viel Deutsch in einem Satz, da würde ich mir jetzt mal Gedanken machen. Aha. Die Bilder der Nazis und AfD-Politiker seien echt, aber wurden natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Der beste Satz kommt jetzt. Hier steht, das ist ein klassisches Opfernarrativ aus extrem rechten Kreisen und soll über eine Problemsituation der extrem Rechten hinwegtäuschen. Denn wie wir alle wissen, Rechtsextreme haben ein Problem damit, sich mit der deutschen Nationalmannschaft zu identifizieren. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, lass mal kurz überlegen, dann sollten sich doch gerade Menschen, die sehr stolz auf Deutschland sind, sich erst recht mit der deutschen Nationalmannschaft identifizieren können, oder? Da ist aber ein Neger dabei. Und bestimmt auch ein Türke oder was auch immer. Die meiner Meinung nach auch zu Deutschland dazu. Ich bin auch Deutscher und sehe nicht aus wie ein Deutscher, weißt du? Also es macht schon Sinn. Ich bin mir sicher, dass einige, gerade Rechtsextreme, sich nicht mit der deutschen Nationalmannschaft identifizieren können, weil da auch Leute sind, die nicht aussehen wie ein Bio-Deutscher. So. Ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt kommen wird, wo Deutschland endlich mal auch akzeptieren wird, dass es ein Land ist mit verschiedenen Kulturen und Herkünften mittlerweile. Oder ob die irgendwann wieder alle rausschmeißen und reinigen. I don't know, bro. Aber irgendwas muss da passieren auf jeden Fall. Aber grundlegend ist es doch absolut lächerlich, dass wir darüber diskutieren, ob man eine deutsche Fahne zeigen darf oder nicht. Das sollte gar kein Diskursthema sein. Das sollte einfach so normal sein wie in allen anderen Ländern auf der Welt auch. Warum sollte man zum Beispiel nicht die DFB unterstützen mit einer grünen Fahne? Also warum muss es die Deutschlandfahne sein? What the fuck you talking about, girl? Warum muss es die Deutschlandfahne sein? Deutschlandfahne sein, weil ich auch stolz auf dieses Land bin und viele Hunderttausende und Millionen auch. Aber Frau Feld. Eine grüne Flagge, Digga. Normal, Digga, ich gehe einfach mit einer grünen Flagge auf ein Deutschlandspiel. Damit alle sehen, dass ich was? Dass ich grüner bin oder Bro. Wie war das denn jetzt nochmal mit den Polizisten? Dürfen die jetzt die Deutschlandflagge zeigen oder nicht? So eine unnötige Diskussion, ne? Alles bewusst auch, meiner Meinung nach so. Die Deutschen sollen zerstört werden. Ganz deep. Weißt du? Und es geht schon länger so.
Das kann auch nicht sein, dass wir eigentlich das einzige Land auf der, wir sind das einzige Land auf der Welt, was sich Gedanken darüber macht, die Flagge von dem Land rauszuholen bei einer WM oder so. Das einzige Land auf der Welt. So. Wir sind aber nicht das einzige Land oder die einzigen Herrscher, die mal in der Vergangenheit Millionen von Menschen umgebracht haben. So. Das sind wir nicht. Ja, diese Hitler-Sache war ekelhaft, Digga. Weißt du, wie er es gemacht hat und was da passiert ist und so. Braucht man nicht drüber reden. Aber es gibt Leute, Mann, es gibt andere europäische Länder, die nach Afrika gegangen sind und da Schwarze abgeschlachtet haben aufs Ekelhafteste oder Europäer, die nach Amerika gegangen sind und da Indianer abgeschlachtet haben auf das Ekelhafteste. Für die werden Statuen gebaut. Die sind die stolzesten auf ihre Länder mit ihren Flaggen und so ein Scheiß. Warum der Deutsche dann? Das muss man drüber nachdenken, Digga, weißt du, wie ich meine? Hieß es noch, es sei verboten für Polizisten, Flagge zu zeigen. Doch jetzt, dank Faeser, dürfen Polizisten die Deutschlandflagge zeigen. Außer Berliner Polizisten, die dürfen die Fahne aus Gründen der Neutralität nicht mitführen. Fußball ist in vielen Punkten natürlich schon politisch, muss man ja ehrlicherweise sagen. Leider, ja. Ja. Ja, ich glaube... Heutzutage ist alles politisch, alles, Fußball, alles, alles, Mann, Fußball, fucking Musik, Serien, alles, überall ist Politik. Politik, 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 überall Politik. Der hat Mathematik gesagt damals, ne? Der Teddy, aber es ist Politik. Der Bruder gemütlich mit Zigarre, sagst du? Unpolitisch, muss man ja ehrlicherweise sagen. Leider, ja. Ja. Ja, ich glaube... Und die Deutschen haben ja an der WM in Katar... Ja. Oh, der hat auch gut einen Tee, der Cousin. Mit dem Armband da, mit dem Dings machen. Ja, das, ja. Das war ein Eigentor für die Deutschen. Ja. Eigentor, weil... Eigentor? Ist ein Schweizer. Das ist ja dumm, blöd. Ja, klar. Wir haben vor 10 Jahren haben wir gesagt, ja, in Katar, wir machen die WM. Ja, in Katar. Ich liebe Schweizer, ich liebe euch. Wir haben gewusst, dass es politisch ist. Wir haben gewusst, dass... all die Gesetze nicht eingehalten werden. Und ein halbes Jahr bevor die WM ist, haben wir diskutiert und reklamiert. Und es ist ja schlimm und tragisch. Die haben das gewusst, 10 Jahre vorher. Ja. Was diskutieren wir von dem her? Es sind nicht nur Katar. In Südafrika, alle Stadien sind heute tot. Ist richtig. Die werden nur einmal aufgebaut für die WM, EM und dann sind sie weg. Genau. Ja, aber sie haben recht, genau. Und dann gehen wir in andere Länder rein und versuchen denen vorzuschreiben, dass die auch jetzt Schwulen und Lesben und alle lieben müssen und so, weil wir sind gerade auf diesem LGBTQ-Film und so und das wird in unserer westlichen Welt gerade überhart zelebriert. Deswegen müssen auch streng muslimische Länder jetzt das alles akzeptieren. So, what the fuck, Bro, was denkst du, wer du bist? Weißt du? Es ist so krass, dass es da noch Leute gibt, die vorm Fernsehen sitzen und dann sagen, ja, Mann. Ja, ich finde es richtig cool, dass sie diese Binden haben und dass sie ihren im Mund zuhalten und da diesen Film schieben. Bei WM gab es ja eben diese Solidaritätszeichen, wo man dann gesagt hat, wir tragen jetzt eine One-Love-Binde oder wir halten uns alle den Mund zu. Finden Sie auch Schwachsinn? Blödsinn. Schwachsinn, Blödsinn, blöd, dumm. Finden wir nicht gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüssi. Du bist extra für das Spiel heute, ja? Ich sprach nicht Deutsch. So. Aber du kannst doch... Also als Holländer. Glaube ich. Verstehe dich. Ein bisschen. Ja, liebe ich auch, Digga. Ich wünsche, dass Deutschland gewinnt. So viel dazu. Wir wünschen uns, dass Deutschland gewinnt. Der ist geil, Digga. Der hat gute Vibes, ja. Das ist doch sehr, sehr schön. Ja. Findest du auch in Fußball ist viel Politik drin? Oh, Politik drin, ja. Digga, ich kann nicht explain. Ich kann nicht explain, Digga. Mach doch Englisch, Bro. Wir machen aber Language Mix-Max. Yeah, I think of course it is. There's probably going to be some messages as well here at this tournament, but yeah, can't say too much on it. Yeah. What do you think about the LGBTQ flags and stuff like this? I think it's good. Good to have it all around. Bro, Englisch ist geil. Ich schwöre, ich mache weiter mit Englisch, Digga. Ich merke, ich kriege viel weniger Aufmerksamkeit, wenn die Videos auf Englisch sind. So, erste Video ist gut angekommen, waren noch ein paar deutsche Leute eingeschaltet haben und so, aber ist mir egal, Digga. Ich fühle das voll auf Englisch zu reden. Ich will noch besser werden, ja. Ich finde Englisch voll eine geile Sprache. Vor allem, man kann mit so vielen verschiedenen Leuten reden, aus so vielen verschiedenen Richtungen, Ländern und so, bla bla bla. Ich habe jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, wie Leute, also checkt auf jeden Fall meine Videos ab, die Straßenumfragen, die ich hier in Tulum gemacht habe. So. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, dass Leute, die ein englisches YouTube haben zum Beispiel, meine Videos, die auf Englisch sind, auch auf Englisch angezeigt bekommen, der Titel und so, weißt du? Und wenn du einen deutschen YouTube hast, wenn du einen deutschen YouTube-Account hast, kriegst du die Sachen auf Deutsch angezeigt. Das kann man so einstellen, dass es in jedem Land
könntest du quasi einen neuen Titel auswählen. So. Geil. Gestern ein bisschen reingefuchst, was wie das am besten ist, wenn man auch Content auf dem deutschen Kanal auf Englisch hochlädt und so, was man da am besten machen kann. Auch Untertitel funktionieren jetzt, automatische Untertitel. Die sind zwar nicht so geil, die kann man noch im Nachhinein ein bisschen bearbeiten, aber gibt schon gute Möglichkeiten. Wenn ihr alle Interviews in voller Länge sehen wollt, dann folgt mir gerne auf Patreon, denn dort gibt es exklusiven Content. Like I come from Denmark, we wave the Danish flag everywhere. I get the history behind it and you have a little sentiment about it, but I think it's a bit stupid. Like, yeah, you can wave the German flag. Yeah, you can. Really gonna wave any other flag. Yeah. Yeah. Thank you. So yeah, we hope that German will win. We hope German wins. Yes. Ah yeah, you have. Yes. Denmark mostly. Yes. Er hat so schnell gesprochen, ich muss es auf halber Geschwindigkeit dann abspielen. Im weiteren Verlauf des Artikels geht es um Rassismus und Antisemitismus und um die anhaltende Auferlegung um oh oh. Antonio Rüdiger. Was? Hallo Wegbert, Bro. Wir kritisieren können es, dass wir sie nicht schon vorher getötet haben. Nun also die Frage, darf man Rüdiger wegen seiner Tahit-Finger-Geste in Verbindung mit dem Islam setzen? Zu dem DFB. Oh nein, ein Neger, der auch noch Muslim ist. Sagte Rüdiger jedenfalls nein. Klatschblasen würden sagen, hätte die deutsche In der deutschen Nationalmannschaft, Bruder. Schafft ausschließlich deutsche Spieler, müssten wir uns mit solchen Problemen erst gar nicht auseinandersetzen. Wer hat das gesagt? DFB sagte Rüdiger jedenfalls, Geste in Verbindung mit dem Islam setzen. Zu dem DFB sagte Rüdiger jedenfalls nein. Klatschblasen würden sagen, hätte die deutsche Nationalmannschaft ausschließlich deutsche Spieler, müssten wir uns mit solchen Problemen erst gar nicht auseinandersetzen. Das ist ihr persönlicher Humor, den sie damit reinmischt, so, ne? Was ist, wenn ich in der Nationalmannschaft spielen würde? Würde ich als Deutscher akzeptiert werden? Was ist, wenn ich auch Moslem bin und den Finger zeige? Was dann? Bei einer Umfrage wünscht sich jeder fünfte mehr weiße Nationalspieler. Ich bin froh, dass ich nicht mehr da bin, Digga. Ich sag ehrlich, diese Entwicklung habe ich gar keinen. Ich habe gar keinen Bock darauf, Digga. Ich habe da gar keinen Bock. Ich will da über sowas auch gar nicht diskutieren. Deswegen englischen Content, Bruder, holt euch eure weißen Leute da in die deutsche Nationalmannschaft. I don't give a fuck anymore, bro. Ich behaupte das nicht. What the fuck, Bruder? Denn Vielfalt kann so schön sein. Falls übrigens mein Kanal noch nicht. Das gar nicht auseinandersetzen. Laut einer Umfrage wünscht sich jeder fünfte mehr weiße Nationalspieler. Ich persönlich behaupte das nicht, denn Vielfalt kann so schön sein. Was? Habe ich nicht verstanden, Digga. Könnt ihr mir den erklären? War das Sarkasmus? Mehr weiße Nationalspieler. Ich persönlich behaupte das nicht, denn Vielfalt kann. Das ist Sarkasmus, ne? Oder? So schön sein. Falls ihr übrigens meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das ganz schnell tun und auch die Glocke aktivieren, um keine heißen Videos zu verpassen. Also nicht heiß im Sinne von aktuelle Videos, wollte ich sagen. We're gonna subscribe, we're gonna subscribe. Das ist ja komplett nass geworden beim Regen, aber ich habe das coolste Trikot der Welt bekommen. Zeig es. Geil, oder? Nochmal liebe Grüße an Marc und Mo. Muss ich euch natürlich meinen Hintergrund. Kroatien hat den Mann, Alter. Bild vom Handy zeigen, was ich immer habe. Sieht man das? Voll süß, oder? Das bin ich. Meine Cousine, mein Cousin, Grüße. Also wildes Shirt auf jeden Fall. Ich weiß. Findest du das cool? Ich finde das cool, deswegen habe ich es mir ja gekauft. Ja, gut, dumme Frage. Mein armer Kameramann, der die Kopfhörer auf hat, der hört das alles 50 Mal lauter. Nein, es ist mein YouTube-Kanal. Warum schreist du aber so? Ich küsse doch deine Zirbeldrüse. Also kommst jetzt auf YouTube. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass Deutschland jetzt ein pinkes Trikot gewählt hat. Ich finde es gut. Ja, warum? Ja, weiß nicht, gefällt mir. Ja. Die Farbe. Mir auch, aber ich bin auch ein Mädchen. Ja. Jetzt mal was anderes, mal was Außergewöhnliches. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Mhm. So. Und jeder. So. Style ist cool, wenn man ihn lebt. Authentisch ist das Stichwort, ne? Ja, exactly. Geiler Typ, Digga, Alter. Das ist Berlin, Bro. Das ist mal was Außergewöhnliches. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Jeder muss das tun, was er amazing findet, oder ja, fühle ich. So, und jeder Style ist cool, wenn man ihn lebt. So. Ja, ja, exactly. That's ja, jetzt gibt es natürlich viel. Exactly.
dass wir so ein bisschen wie keine echten Männer mehr hier so gezeigt werden, wenn wir jetzt so ein Trikot tragen. Was sagst du dazu? Gar nicht. Was? Wie? Echte Männer? Keine echten Männer mehr. That's right. Ja, jetzt gibt es natürlich viel Kritik, dass wir so ein bisschen wie keine echten Männer mehr hier so gezeigt. Digga, wenn du ein echter Mann bist, so, dann kannst du tragen, was du willst. Man spürt, dass du ein echter Mann bist. Also ich habe da so, weißt du, ab einem gewissen Bizepsumfang kannst du pink tragen, rosa, kannst einen Shaker in pink haben, ist egal. So. Es kommt auf die Balls, kommt's an. So. Aber ich würde schon sagen, also solche Jungs innen haben wir leider nicht mehr, Alter. Eier! Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was wir schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. So, das brauchen wir aber weltweit für uns Männer wieder. Eier. Die sind ein bisschen flöten gegangen in den letzten Jahrzehnten, habe ich das Gefühl. Wenn wir jetzt so ein Trikot tragen, was sagst du dazu? Gar nichts. Gar nichts, du bist immer noch ein Mann. Ja, klar. Ja, so. Normal. Ist cool, ist mal was Außergewöhnliches. Dreh dich mal um, mach mal ein bisschen Modenschau hier. Hat nicht jeder. Meine Frage ist heute eigentlich, du auch glaubst, dass... Bro, Farbe ist, was sagt ihr zur Farbe? Farbe findet ihr geil, eins, zwei sagt ihr, ist ein bisschen gay. Was mir eben gerade aufgefallen ist, ist, dass wenn du jetzt Mainstream-YouTuber bist, der ein paar Sponsoren hat und so, dann wirst du für die Aussage, die ich eben getroffen habe mit dem Gay, wirst du schon gecancelt, ne? Crazy heutzutage. Fußball sehr politisch. Ah, ist schon eine schwere Frage. Ich schätze ja schon. Also es geht ja eigentlich nur noch ums Geld. Gibt es noch andere Punkte außer natürlich Geld? Es geht quasi bei allem immer auch nur ums Geld, aber bei anderen Punkten. Würdest du sagen, dass du stolz auf Deutschland bist, beziehungsweise darf man das sagen? Darf man schon sagen, klar, warum nicht? Gut, man wird dann wahrscheinlich wieder in eine andere Ecke gedrängt, aber... Was traurig ist. Klar, warum soll ich nicht stolz auf mein Land sein? Was haltet ihr von den pinken Trikots, die Deutschland aktuell hat? Cool, sehr gut. Der hat krasse Augen, die Linke, Bro. Und jetzt auch wenn... Aber es ist jung, glaube ich, ne? Die tragen... Nö, ich find's trotzdem cool. Ja. Das ist so teuer. Alle, alle, alle. Ihr könnt mich fragen auf Deutsch. Auf Deutsch? Ja. Kannst Deutsch, Kroatisch, Englisch, alles? Nicht alles, ich kann ein bisschen Englisch. Oh, das stabil. Ja, süß. Wie alt bist du? 9 Jahre. 9 Jahre? Ich bin aus Kroatien, Zagreb. Oh, cool. Mein Opa wohnt da auch in der Nähe. Grüße an Deda. Wie geht's? Okay, danke. Kako si? Dobro, sam ti? Dobro, hvala. Ja sam Michel. Okay, domično. Also. Ja, so schnell kann man Freunde finden. Lasst uns aber nochmal in den spannenden Artikel schauen. Schauen wir mal, was hier unter dem Artikel steht. Ein Gebetsraum für Muslime beim Fanfest. Eine Nationalmannschaft, die nicht deutsch genug ist. Rund um die EM kursieren rassistische Fake und antimuslimische Hetze. Das ist Teil der Strategie, die vom rechten Rand betrieben wird. Seit Beginn der Europameisterschaft kursieren Videos auf TikTok, X und Telegram, die einen Gebetsraum auf der Fanzone in Berlin zeigen. Zu sehen sind in dem Raum ein Gebetsteppich und ein Stuhl. In den Videos wird... Wow, das ist echt schlimm. ...suggeriert, dass der Raum extra und ausschließlich für Muslime eingerichtet worden sei. In den Kommentaren... Wen juckt das, Bruder? ...an entlädt sich geballter Hass auf Menschen muslimischen Glaubens. Doch was... Digga, über was reden wir, Bro? Über was reden wir, Digi? Behauptet wird, stimmt natürlich nicht. Ja, es gäbe einen Gebetsraum, aber der sei für alle Religionen geöffnet. Nun könnte man sich logischerweise die Frage stellen, wenn dieser Raum für jeden geöffnet hat, warum ist dann ein muslimischer Gebetsteppich dort? Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Am Flughafen gibt's auch Gebetsräume. Lass doch jeden beten, wie er möchte. Warum ist das wichtig? Mann, ey, diese ganze scheiß Anti-Muslim-Propaganda in Deutschland, ne? Das ist so krass, Digga. Und alle tragen dazu bei und bauschen das immer mehr auf und weißt du, spalten uns immer mehr, Digga. Dass die dich schon jetzt wieder schräg angucken, wenn du nur sagst, dass du Muslim bist oder dass du betest 5-mal am Tag oder was auch immer so. Ist doch scheiße, Bro. Ist doch scheiße. Ist doch egal, wer wie betet so. Warum muss man es bei den Moslems gerade immer so, seit 9-11 eigentlich schon, so krass hervorheben so? Oh, da beten Moslems, Digga, das ist böse. Das ist Terror. Die stechen uns ab. Das wird bewusst herbeigeführt. Das müsst ihr euch bewusst sein. Deswegen passt auf. Passt auf.
vorhanden. Das hat den Hintergrund, dass Menschen mit muslimischen Glaubens den Teppich natürlich brauchen und er nicht durch die Eingangskontrolle kommen würde. Deshalb ist er dort. Das ist natürlich sehr, sehr aufmerksam von euch. Dann können wir natürlich von allen anderen Religionen auch noch Symbole in diesen Raum tun. Aber das wird natürlich wieder den Rahmen sprengen. Einfach großartig zu sehen, dass wir Deutschen alles dafür tun, dass sich andere Kulturen in unserem Land wohlfühlen, so weit, bis sich Deutsche in ihrem eigenen Land nicht mehr wohlfühlen. Das sind halt Sprüche, die das... Ich glaube, wenn diese ganzen Medien und so nicht am Start wären und wenn die nicht darüber berichten würden und so 1000 Videos darüber machen würden, ich glaube, das wäre nicht mal so. Das sind so Sprüche, die auch von den Medien propagiert werden und von gewissen Leuten instrumentalisiert werden und so gewollt, weißt du? Du kennst mich? Ja, klar. Ach, cool. Wie heißt du? Noah. Noah, hi Noah. Bist du auch für das Spiel dann hier? Oder ich bin auch Kroate, deswegen. Okay. Doppelte Sympathiepunkte. Wie politisch ist Fußball geworden für dich? Also es ist halt auffällig, dass das Ganze in den letzten Jahren immer mehr politisiert wurde. Ich meine, Stichwort WM 2022. Denkst du, dass sie auf die Islamisierung von Deutschland anspielen will damit oder dass sie die kritisiert, dass die Gebetsräume einfach ein politischer Move ist, aber nicht aufrichtig, da die sonst auch andere religiöse Symbole im Raum packen würden. Bro, zum Beten als Moslem brauchst du halt Teppich. So. Muss. Und wenn du keinen hast, kannst du halt nicht beten. Und so wie die das in dem Bericht beschrieben haben, ist das der Grund, warum der Teppich da ist, weil man keinen Teppich mit reinbringen könnte durch die Sicherheitskontrolle, so, weißt du? Man muss sich alleine mal fragen, warum das so viral geht, warum Leute da mit TikToks machen und das dann posten, das geht dann viral und 1000 Leute schreiben dann in die Kommentare, ja, die Moslems und so, die übernehmen Deutschland und Kalifat und dies. Warum wird das so krass? Warum geht das so krass viral? Das muss man sich fragen, weißt du? Es ist eigentlich kein Thema. Es sollte eigentlich kein Thema sein, meiner Meinung nach. So. Und ich finde es schade, dass Leute dass man das so aufbauscht, weißt du? Weil ich weiß, was das im Endeffekt auslöst. So, ich weiß, was das auslöst. Ich weiß, dass wenn immer mehr diese Themen besprochen werden und das immer mehr so gemacht, ich weiß, dass es automatisch in vielen Leuten Hass gegen Islam auslöst und dass das immer mehr zugespitzt wird. So. Und ich weiß, dass es am Ende nicht gut endet. Rassismus endet nie gut. So. 20 in Katar mit der Binde am Arm. One love. Es ist halt ein Punkt, an dem man das Ganze nicht mehr so cool findet. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Es ist zu politisch geworden, das muss man einfach sagen. Auch 2021 mit Ungarn, was man da gemacht hat, das war in meinen Augen einfach unfair. Also das war ja so, dass Ungarn ein neues Gesetz verabschiedet hat bezüglich LGBT-Rechte. Also ich bin persönlich, habe überhaupt nichts gegen LGBT-Rechte. Ich bin der Meinung, dass sowas einfach sein muss. Aber ich bin der Meinung, man soll es halt nicht übertreiben. Und mich schützt nicht lieber jeden Menschen. Ich mache nicht mit, Bruder. Ich mache nicht mit Spaltung. Juden, Russen, Moslems, Christen, Ukraine, Israel, Palästina. Mensch ist Mensch, Bro. Nerv mich nicht mit irgendwelchen Scheiß, Digga, was die uns versuchen einzutrichtern. Oh, Deutschland wird islamisiert und die Islam ist böse und sind alles Terroristen. Fuck you, Bro. Für mich ist Mensch Mensch. Bist du ein guter Mensch, bist du ein guter Mensch. Bist du ein schlechter Mensch, bist du ein schlechter Mensch. Fertig aus. Mir ist scheißegal, welche Religion, Hautfarbe, Herkunft, Digga. Die Welt gehört uns allen. Man hat es halt übertrieben. Da war es so, man hat die Allianz Arena in Regenbogenfarben beleuchten wollen, was die UEFA dann abgelehnt hat. Und dann hat man während des Spiels halt eben eine ähnliche Nummer wie in Katar abgezogen. Ich weiß nicht, ich glaube, da gab es auch Binden. Aber es war auf jeden Fall völlig übertrieben. Wird immer besser, würde man sagen, ne? Ja, es wird immer besser. Also, es wird immer besser. Ich habe vor dem Turnier gehofft, dass es einfach so unpolitisch bleibt wie möglich, weil es nimmt einem auch echt den Spaß am Turnier, muss ich sagen. Ich bin hier wegen Fußball. Mein Gott, lass die Politik einfach da hinten im Bundestag. Ja. Und dann passt das schon. Hallo. Hallo. Very good. Very good. And you? Yeah. Dobro. Fala. Dobro. Need to proud of creation. Ja. Aus Mexiko ist es natürlich leicht, solche Takes zu bringen. Bruder, ich gebe diese Takes von überall, wo ich will. Ich kann die von Afghanistan geben, von Mexiko, von Deutschland, von Jerusalem, Bruder. Ich kann die von, egal von wo ich bin, kann ich dir diese Takes geben, weil es sind Takes, die sind in meinem Herzen drin. So. Das sind göttliche Takes. Mensch ist Mensch. So. I don't give a fuck, Bruder, in welchem Land ich mich befinde. Das wird für immer so bleiben. Yeah, as you can see, yeah. This is my name, look.
ein Goal. Und ich weiß, dass wenn du ein guter Mensch bist, wenn du ein gutes Herz hast und wenn du alle Menschen gleichwertig behandelst, Digga, dann sieht Gott das. Und dann werden diese Menschen dich auch gut behandeln. Ich habe noch nie Probleme gehabt, egal mit wem, aufgrund von Religion, Hautfarbe, was weiß ich, Digga. Und ich war schon mit allen. Ich war mit Moslems, ich war mit Juden, ich war mit Kartell, ich war mit Mexikanern, ich war mit Kolumbianern, mit Indianern, mit Mayas, Bruder, mit Russen, mit Albanern, mit alles, name it, weißt du, mit allen. Am Ende des Tages kommt es darauf an, was bist du für ein Mensch, wie behandelst du Menschen, so wirst du zurückbehandelt. Fertig aus. Ein Golan. Ein Golan. Ein Golan is the best YouTube channel on earth. Oh, really? We're gonna subscribe. We're gonna subscribe. Enjoy. Have a nice day. Yeah, you too. Bye bye. Ich würde sagen, wir halten mal den Ball flach und beenden das Video jetzt an dieser Stelle. Es war auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz. Wild. Mit meinen ganzen Kollegen hier im Hintergrund. Ja, Freunde, ey, so nach so einem. Arro! Ich bin sehr stolz auf beide. Ich bin natürlich stolz auf Deutschland, weil ich bin hier geboren, ist mein Land. Also nicht nur mein Land, unser Land. Ich bin auch stolz, Deutsch zu sein, aber ich bin auch stolz auf meine kroatischen Wurzeln. Und das ist sehr schön. Also, Grüße nach Kroatien, nach Deutschland, überall hin. Ciao. Das Ende dieses Videos war natürlich mal wieder komplett durcheinander. Es war ein schöner, aber auch sehr anstrengender und viel zu kalter Tag. Ich habe so gefroren, aber ich habe gerne gefroren und zwar für euch. Also lasst dem Video ein Like da, schreibt einen Kommentar, wie es euch geht, was ihr so macht, was ihr von dem Video haltet. Ich freue mich auf nächsten Sonntag, wenn wir uns dann wiedersehen. Habt einen schönen Tag und Deutschland wird gewinnen. So, Liebe geht raus auf jeden Fall. Interessantes Video. Die ein oder anderen Takes fand ich ein bisschen so Dings, weißt du? Aber wisst ihr ja, was meine Meinung dazu ist. Deswegen habe ich einfach meine Meinung dazu abgegeben. Jeder hat ja eine andere Meinung und ist auch okay, wenn jeder eine andere Meinung hat. Schreibt eure Gedanken auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Am Ende sind wir alle eins, vergesst das nicht. Ich liebe jeden Menschen, egal welche Hautfarbe, Herkunft, Religion. Wir bluten alle gleich, wir fühlen alle gleich und wir sollten alle versuchen, miteinander gut zu leben und gut miteinander umzugehen, egal in welchem Land. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Und ja, das will ich noch mit vorlesen für das Video. Ich glaube, die Takes, die du nicht gut fandest, waren von ihr auch nur schwarzer Humor. Ja, das war kein schwarzer Humor, das war extra provoziert halt. Ihr müsst euch vorstellen, das will ich noch dazu sagen, die werden ja von vielen Leuten, auch Ketzer der Neuzeit, in die rechte Ecke reingedrückt und deswegen spielen die natürlich auch damit, dass die immer halt dann die rechte Meinung so humoristisch dann auch vertreten in Videos oder verpacken so ein bisschen so, und das ist mir auch bewusst so. Was die wirklich glauben oder denken, weiß man nicht genau, aber ich bin halt gerade, ich merke den Trend gerade in den deutschen Medien, in welche Richtung das gerade geht, auch bei vielen YouTubern und so, und deswegen finde ich halt immer, wenn diese Anspielungen gemacht werden, egal ob das jetzt Humor ist oder nicht, ich finde es nicht lustig, weil, wie gesagt, ich habe keinen Bock, dass in Deutschland wieder mehr Rassismus am Start ist so. Ich komme von einer Zeit, wo ich mit viel Rassismus konfrontiert wurde, dann ist es besser geworden und jetzt scheint es wieder so zu sein, dass Rassismus und diese ganzen Anti-Islam und diese ganzen Sachen wieder größer werden in Deutschland, so, weißt du, und ich finde es halt einfach nicht geil, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, jeder soll denken und fühlen, was er möchte, ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video halt, peace out, Gang.